Sie lebten länger auf der Erde als moderne Menschen. Die Neandertaler. Neandertaler waren Überlebenskünstler. Sie behaupteten sich in einer gefährlichen Welt. Sie dominierten im Europa der Eiszeit. Furchtlose Jäger von überragender Stärke mit überraschend fortschrittlichen Werkzeugen. Sie besaßen wohl die effizientesten Techniken in der gesamten Steinzeit. Doch dann sind sie plötzlich verschwunden und niemand weiß, warum. Das ist immer noch eins der größten Rätsel. Gab es ein Aufeinandertreffen mit modernen Menschen? Dieser Neandertaler wurde wohl ermordet. Weltweit suchen Forscher nach Antworten. Ihre Funde lassen neue Schlüsse darauf zu, was das Schicksal unserer nächsten Verwandten besiegelt hat. Was ihnen geschehen ist, kann auch uns widerfahren. Gibraltar, die südlichste Spitze der Iberischen Halbinsel. Die Mittelmeerküste ist hier von zahlreichen Höhlen durchzogen. Heute umspült das Wasser die Felsen. Doch vor 24.000 Jahren, kurz vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, lag der Meeresspiegel mehr als 30 Meter tiefer. Hier war Steppe. Die Heimat der letzten Neandertaler. Wenn wir uns die Stellen anschauen, an denen Fossilien von Neandertalern gefunden wurden, ragt Gibraltar heraus. Nirgendwo sonst gibt es eine derartige Funddichte pro Quadratkilometer. Gibraltar war ihre Festung. Hier haben sie über einen langen Zeitraum hinweg gelebt. Vermutlich haben die günstigen Lebensumstände dazu beigetragen, dass sie sich hier länger behaupteten als irgendwo anders. Hier inmitten der Kiefernwälder suchen die Jäger nach Beute. An den Stränden gehen Neandertaler auf Fischfang, wie viele Generationen vor ihnen. Was sie nicht ahnen: Sie sind die letzten Vertreter ihrer Art. Dass eine benachbarte Gruppe weiter nördlich verschwunden ist und sie kurz davor waren auszusterben, das konnten sie nicht wissen. Einst lebten sie über ganz Europa und Asien verteilt. Nun gibt es nur noch wenige Clans im Süden der Iberischen Halbinsel. Doch was führte letztlich zum Verschwinden der Neandertaler? Vielleicht bergen die Höhlen von Gibraltar einen Hinweis. Die Paläontologen Clive und Geraldine Finlayson erforschen diesen Ort seit vielen Jahren und führen umfangreiche Ausgrabungen durch. Diese Höhlen sind fast wie eine Neandertaler Stadt. Hier haben sie lange gelebt. Alle Höhlen waren bewohnt. In manche ist mittlerweile das Wasser eingedrungen und wir haben die Spuren verloren. Aber es gibt noch viel Material zum Ausgraben. In den Höhlen suchen Archäologen nach Überresten aus der Zeit der Neandertaler. Alles an der Höhle passt zu den Neandertalern. Man bekommt ein Gespür dafür. Sie graben Knochen und Überreste aus, bergen Werkzeuge und Artefakte. Deren Formen und die Art der Bearbeitung sind typisch für die Neandertaler. Das ist ein Steinkern, von dem Steinplättchen abgeschlagen wurden. Diese Technik kann den Neandertalern zugeordnet werden. Mit jedem Fund gewinnen sie neue Einsichten. Das sind die Überreste eines Lagerfeuers der Neandertaler. Laut Radiokarbon-Datierung etwa 47.000 Jahre alt. In der Mitte sind deutlich Kohlerückstände zu erkennen. Eine hervorragende Quelle, weil wir solche Funde datieren und analysieren können. Die Kohle enthält Bestandteile der Pflanzen, die damals hier gewachsen sind.
Vor 47.000 Jahren haben sie diesen Ort aus irgendeinem Grund gemocht. Vielleicht herrschte ein mildes Klima und sie waren an diesem Ort gut geschützt. Wir haben auch Überreste von Wild und anderen Tieren gefunden, die sie vermutlich hier an einem großen Feuer gegart haben. Über Generationen hinweg versammeln sich die Familien der Neandertaler am Feuer und bereiten gemeinsam ihre Mahlzeiten zu. Eine starke Gemeinschaft, weit entfernt von den primitiven Affenmenschen, für den Forscher die Neandertaler hielten, als sie 1856 in Deutschland das erste Skelett fanden. Andere Funde deuten auf eine reiche, vielfältige Kultur. Ein Aspekt, der erst in jüngster Zeit anerkannt wurde. Das ist ein sehr interessanter Knochen von einem Vogel, einem Aasfresser, der Knochen frisst. Er weist Schnittspuren auf, die deuten darauf hin, dass er von den Neandertalern bearbeitet wurde. Aber gegessen haben sie sowas wohl nicht. Wahrscheinlich waren sie an den großen, bunten Federn dieser Vögel interessiert. Vermutlich haben sie sich damit bekleidet. Auch andere Funde lassen vermuten, dass die Neandertaler ihre Körper mit Schmuck und Farbe verzierten und dadurch ihre Persönlichkeit zur Schau stellten. Das ist eine völlig neue Dimension. Wir hätten nie erwartet, solche Dinge hier zu entdecken. Offenbar hatten sie auch symbolische, abstrakte Vorstellungen von der Welt und haben sich mit Zeichen und Symbolen darüber verständigt. In den Tiefen der Höhle verbergen sich weitere Zeugnisse für die erstaunlichen Fähigkeiten der Neandertaler. Dieser Gang führt zu einer erst kürzlich freigelegten Kammer. Das muss ein bevorzugter Ort der Neandertaler gewesen sein. Hier gibt es Funde, mit denen wir noch vor wenigen Jahren niemals gerechnet hätten. Die erste bekannte Höhlenkunst der Neandertaler. Eine Kreuzgravur, laut Radiokarbon-Datierung mindestens 39.000 Jahre alt. Wissenschaftler glauben, dass es ein Clanzeichen sein sollte, vielleicht um den Anspruch auf die Höhle zu markieren. Diese Kennzeichnung lässt vermuten, dass Neandertaler genau wie moderne Menschen in der Lage waren, abstrakt zu denken. Das stellt die Vorstellung in Frage, sie seien uns intellektuell unterlegen gewesen. Sie haben vielleicht nicht dieselbe Sprache gesprochen und stellten sich unter schönen Dingen wahrscheinlich etwas anderes vor als wir. Aber ich bin sicher, sie waren fähig zur Abstraktion und hatten ähnliche kognitive Fähigkeiten wie moderne Menschen. Jetzt entsteht ein ganz neues Bild von den Neandertalern. Sie sind uns Menschen viel ähnlicher als bisher angenommen. Aber warum und wie sind sie plötzlich aus dieser Welt verschwunden? Wer waren die Neandertaler? Ihre Geschichte beginnt vor 600.000 Jahren in Afrika. In Gestalt einer anderen Art. Den evolutionären Vorfahren sowohl der Neandertaler als auch der modernen Menschen, dem Homo heidelbergensis. Er gilt als erster Mensch, der Feuer genutzt hat und mit Holzspeeren auf die Jagd gegangen ist. Sie waren weiterentwickelt als die bisherigen Menschenarten, hatten größere Gehirne und verhielten sich menschenähnlicher. Aber sie hatten nicht die gleichen Spezialisierungen wie die Neandertaler und die modernen Menschen. Sie waren Vorfahren von uns beiden. Auf der Suche nach ergiebigeren Jagdgebieten ziehen einige von Afrika nach Asien. Andere lassen sich an unterschiedlichsten Stellen in Europa nieder. Auch im heutigen Heidelberg, wo 1907 ihre Knochen zuerst gefunden wurden. Als sie Afrika verließen und nach Zentralasien und Europa vordrangen, trafen sie auf ein viel raueres Klima. Es ist eine Zeit starker klimatischer Veränderungen.
Infolge einer leichten Verschiebung der Erdachse rückt der Nordpol weiter von der Sonne weg. Die Polkappen dehnen sich aus und reichen bis nach Nordamerika und Nordeuropa. Auf der nördlichen Halbkugel fallen die Temperaturen um bis zu 20 Grad. Europa vor 300 bis 400.000 Jahren. Die Naturgewalten der Eiszeit formen eine ganz neue Art von Mensch. Den Homo neanderthalensis. Oder kurz den Neandertaler. Europa und Zentralasien waren damals die kältesten Bereiche, in denen Menschen lebten. Sie haben sich entsprechend angepasst. Im Vergleich zu ihren afrikanischen Vorfahren besitzen sie eine hellere Haut. Sie kann das spärliche Sonnenlicht des Nordens besser aufnehmen. Das glatte, dicke Haar bietet zusätzlichen Schutz vor der Kälte. Der muskulöse Körper eignet sich gut für ein Leben in felsigem Gelände. Neben den körperlichen Anpassungen verschaffen sich Neandertaler auch durch Gruppenbildung viele Vorteile. Sie leben in eng verbundenen Clans, in denen sie sich gegenseitig beschützen und füreinander sorgen. Diese Menschen lebten Hunderttausende von Jahren unter schwierigsten Verhältnissen. Wegen der kurzen Lebenserwartung hing das Überleben der Kinder von der Gruppe ab, da die Eltern möglicherweise früh ausfielen. In Gemeinschaften trotzen die Neandertaler den harten Umständen und kommen in der Eiszeit zu wahrer Blüte. Zu Zehntausenden breiten sie sich in Europa, im Nahen Osten, in Zentralasien und sogar bis nach Sibirien aus. Sie waren mobil. Was sie brauchten, haben sie sich direkt vor Ort beschafft und aus Rohmaterial die benötigten Werkzeuge hergestellt. Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Kilometern führten sie sie mit sich. Mit diesen Wanderungsbewegungen versuchten sie, ihr Überleben zu sichern. In dieser eisigen Welt, in der es nur wenig Vegetation gibt, hängt ihr Überleben von der Jagd ab. Also folgen sie den Bisonherden und lauern kleinere Beute auf, unter anderem Wild. Gejagt wird mit der Stoßlanze. Eine starke Waffe, aber nur nützlich, wenn die Beute in unmittelbarer Nähe ist. So birgt jede Jagd ein hohes Risiko. Wenn man beim Jagen mit einer Lanze auf den Rücken eines Bisons springt, das nenne ich furchtlos. Bei jeder Jagd geht es um Leben oder Tod. Doch das frische Fleisch ist das Risiko wert. Neandertaler mussten die in der Umgebung gesammelte und erbeutete Nahrung höchst effizient nutzen und jedes einzelne Teil der getöteten Tiere verwenden. Zurück im Lager zerlegen die Jäger ihre Beute mit messerscharfen Keilmessern aus Feuerstein. Sie garen das Fleisch über offenem Feuer, um auch die zähesten Brocken besser verdauen zu können. Die Häute werden geschabt und gedehnt und liefern dann weiches, geschmeidiges Leder. Aus Häuten machten sie Kleidungsstücke. Und aus Steinen fertigten sie rasch Werkzeuge. Sie waren in der Lage, mit ihrer Umgebung fertig zu werden. Bis dahin können sich die Neandertaler behaupten. Doch eines Tages wird ihre Herrschaft bedroht. Durch eine andere Spezies. Unsere direkten Vorfahren. Die modernen Menschen. Vor 40.000 Jahren in der Eiszeit in Europa. Neandertaler haben hier 300.000 Jahre lang gelebt und sich perfekt auf die Umgebung eingestellt. Jetzt stehen sie vor ihrer größten Herausforderung. Eine neue Art dringt in ihr Territorium ein.
Der Homo sapiens, der moderne Mensch. Wie der Neandertaler ist auch er der evolutionäre Nachfahre des Homo heidelbergensis. Vor 200.000 Jahren tritt er in den Savannen Afrikas erstmals in Erscheinung. Vor 80 bis 60.000 Jahren ziehen Gruppen dieser modernen Menschen Richtung Norden. Auf der Suche nach neuen Jagdgebieten wandern sie bis in den Nahen Osten und nach Asien. Einige ziehen nach Westen und dringen in die europäische Heimat des Neandertalers ein. Ihre Waffe, der Wurfspeer, mit dem sie aus der Distanz ihre Beute töten können. Auch in ihrer Erscheinung unterscheiden sie sich vom Neandertaler. Sie haben sich in Afrika entwickelt, wo Gewässer weit auseinanderlagen. Das begünstigte eine natürliche Auslese hin zur Fähigkeit, lange Strecken schnell zurücklegen zu können, ein Ausdauerläufer zu werden. Und ihre leichte Ausrüstung konnten sie überall hin mitnehmen. Die Neuankömmlinge sind Jäger. Sie erheben Anspruch auf Land und Wild, das die Neandertaler für ihr eigen halten. Immer wenn in der Geschichte Völker aufeinandertrafen, gab es meist Krieg. Da kommen Leute, versuchen uns das Land wegzunehmen. Dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Das ist überall passiert, wo der moderne Mensch auftauchte. Ich bin mir sicher, dass das auch in diesem Fall so war. Mehr als 100 Jahre lang galt dieser Zeitraum als Anfang vom Untergang der Neandertaler. 10.000 Jahre nach der Ankunft des modernen Menschen war der Neandertaler in Europa größtenteils verschwunden. Für viele Wissenschaftler scheint das kein Zufall zu sein. Es heißt, die Neandertaler seien durch moderne Menschen ausgelöscht worden. Ein Fund, der zu einem der ältesten ungeklärten Fälle gehört, scheint diese Theorie zu stützen. Ein 40.000 bis 50.000 Jahre alter Rippenknochen eines Neandertalers, der in einer Höhle im Irak gefunden wurde. Er trägt die Spuren einer tödlichen Verletzung. Dieser Neandertaler wurde wohl ermordet. Aber wer hat ihn getötet? Es gibt nur zwei Verdächtige, die als Mörder in Frage kommen. Ein anderer Neandertaler oder ein Homo sapiens. John Hawkes ist forensischer Anthropologe. Im Neandertalmuseum in Mettmann hofft er, durch die Untersuchung alter Funde Antworten zu finden. An dieser Rippe ist eine breite Kerbe zu erkennen, die mit einer Steinspitze oder einer scharfen Kante zugefügt wurde. Die achte Rippe daneben ist kaum betroffen. Deshalb muss die Waffenspitze sehr klein gewesen sein. Das weist auf eine präzise geschliffene Klinge hin und damit auf eine ganz andere Waffe als die schwere Stoßlanze der Neandertaler. Eine kleine Spitze hat diese Verletzung in der Brust verursacht. Die Klinge ist im 45-Grad-Winkel eingedrungen. Die nach unten weisende Flugbahn lässt auf eine Waffe schließen, die über Kopf geworfen wurde. Diese Projektilspitze hat ein moderner Mensch hergestellt. Der Beweis für einen Konflikt zwischen den Arten, bei dem der Neandertaler in diesem Fall unterlegen war. Andere Funde aber deuten an, dass diese Konfrontation nicht immer so einseitig ablief. Rekonstruktionen von Neandertalern zeigen, sie sind relativ klein, von untersetzter Statur, haben kurze Extremitäten und eine breite Brust. Überreste der Muskelansätze an den Knochen deuten auf enorme Kraft. Neandertaler nahmen es frontal mit 2 Tonnen schweren Bisons auf. Mit einem modernen Menschen hätten sie im Fall eines Angriffs leichtes Spiel gehabt. Neandertaler waren durchschnittlich 10 bis 13 Zentimeter kleiner als ihre modernen Herausforderer. Doch dank ihrer Muskelmasse waren sie genauso schwer. Die Brustmuskeln der Neandertaler waren doppelt so groß wie die eines durchschnittlichen modernen Menschen.
Dank ihres muskulären Oberkörpers waren sie, so glauben Wissenschaftler, wohl 80-90% stärker als der Homo sapiens. In das Territorium der Neandertaler einzudringen, konnte ein Risiko für den modernen Menschen darstellen. Vielleicht haben wir weniger Kämpfe gewonnen, als wir glauben. Sie kannten sich dort besser aus und waren erfolgreicher, als man denkt. Durch ihre Kraft sind Neandertaler bei gewaltsamen Zusammenstößen klar im Vorteil. Doch zum Überleben mussten sie auch eine Strategie entwickeln, um mit dem Klima der Eiszeit zurechtzukommen. Wer kann der extremen Kälte besser widerstehen? Der muskuläre, robust gebaute Neandertaler? Oder der große, schlankere Homo sapiens? Um das herauszufinden, machen amerikanische Wissenschaftler einen Test mit zwei Freiwilligen in einer tiefgekühlten Umgebung. Wir sind in einem Kryotherapiezentrum in Kalifornien. Hier wird Kälte eingesetzt, um Heilprozesse zu fördern. Jason und Matt besitzen eine unterschiedliche Körperstatur. Wir setzen sie jetzt minus 110 Grad Celsius aus, um herauszufinden, wie ihre Körper auf die Kälte reagieren. Ein Freiwilliger steht für den hochgewachsenen Homo sapiens, der andere für den stämmigen Neandertaler. Bevor sie der extremen Kälte ausgesetzt werden, schützen die beiden Hände, Gesicht und Kopf. Mit einer Wärmebildkamera halten wir ihren Zustand vorher und nachher fest. Zu Beginn wird die Temperatur der Haut gemessen. 36 Grad. 35 Grad, ziemlich gleich. Okay, fangen wir an. Zuerst kommen sie 30 Sekunden in die Vorkammer. Hier wird der Körper akklimatisiert und auf die viel kältere Temperatur in der Hauptkammer vorbereitet. Gehen Sie jetzt in die Hauptkammer. Jetzt sind Sie bei minus 110 Grad. 21 Grad unter der niedrigsten jemals auf der Erde gemessenen Temperatur. Die Probanden müssen 3 Minuten in der Kryokammer überstehen. Das ist möglich, aber eine extreme Herausforderung. Ein längerer Aufenthalt würde zu Unterkühlung, Schockzustand und sogar zum Tod führen. 2 Minuten. Die Mitarbeiter überwachen die Werte der Probanden. Fertig, kommen Sie jetzt wieder raus. Jetzt verlassen Sie die Kammer. Wir messen erneut die Hauttemperatur. Und? 13 Grad, 10 Grad. Der muskulöse Körper hat die Temperatur besser gespeichert. Die innere Temperatur, also die Muskeltemperatur von Jason, liegt mehrere Grad über der von Matt. Mit der Wärmebildtechnik werden die Vorteile eines stämmigen Körperbaus noch deutlicher. Die wärmsten Bereiche sind rot, die kältesten blau. Das ist noch nicht alles. Man sieht hier, dass sich Jason während der Minute, seit sie draußen sind, ziemlich schnell wieder aufgewärmt hat. Der muskulösere Körper erholt sich auch schneller. Aber warum? Rund um die Muskeln gibt es mehr Blutgefäße. Das Blut zirkuliert sehr schnell in diesen Bereichen. Neandertaler haben in einem kalten Klima gelebt und einen Körperbau entwickelt, der perfekt angepasst war an die eisige Welt. Sie besaßen überragende Kraft und Ausdauer. Und welchen Vorteil hat der moderne Mensch? Wahrscheinlich liegt er in der Gehirnleistung. Ein brutaler Typ, der seiner Partnerin mit einer Keule auf den Kopf schlägt und sie in eine Höhle zehrt. So stellte man sich den Neandertaler vor. Dieser Ruf reicht zurück bis zur Entdeckung dieser Spezies.
Der erste Neandertaler wurde 1856 entdeckt. Damals galten die menschlichen Vorfahren bei den Europäern als Primitive. Die Neandertaler passten genau in dieses Schema. Die wulstartigen Augenbrauen fielen den Wissenschaftlern besonders auf. Sie schienen das Merkmal einer nicht ganz menschlichen und weniger intelligenten Art zu sein. Aber worin unterscheidet sich das Gehirn eines Neandertalers von unserem? Dieser Vergleich hat bei dem Anthropologen John Hawkes vor 20 Jahren das Interesse an den Neandertalern entfacht. Ich beschäftige mich mit den Neandertalern, seitdem ich die Graduiertenschule besucht habe. Das Spannende ist, dass sie uns so nah sind und dennoch gibt es diese Trennlinie zwischen ihnen und uns. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt, betrachtet man sich indirekt auch selbst. Mit der 3D-Bildgebungstechnologie untersucht er Neandertalerschädel, die in Frankreich ausgegraben wurden. Mit dieser Technik kann man ins Innere der Schädel sehen, um Erkenntnisse zu sammeln über das Gehirn des Neandertalers. Wie eine 3D-Röntgenaufnahme erfasst der Laserscanner jedes Detail inner- und außerhalb des Schädels. Wenn man dieses Stirnbein umdreht und die Innenseite betrachtet, sieht man einen Abdruck der Frontallappen in der Rückseite. Durch die Abdrücke an der Innenseite des Schädels können die Wissenschaftler die Größe der Frontallappen berechnen. Das Gehirnareal, in dem wichtige kognitive Prozesse ablaufen. Die Abdrücke der Frontallappen sehen aus wie bei uns. In den Frontallappen liegt der präfrontale Kortex, in dem kritisches Denkvermögen, Fähigkeiten zum Problemlösen und Kreativität angesiedelt sind. Hawkes Analyse offenbart ein Gehirn, das dem unsrigen erstaunlich ähnlich ist. Die Hirnareale, die für Sprache und abstraktes Denken zuständig sind, scheinen die gleiche Größe und Proportion zu haben wie bei modernen Menschen. In einem Bereich jedoch gibt es einen auffälligen Unterschied. Die Rückseite des Hinterhauptbeins ist etwas ausgeprägter. Das lässt den Schluss auf andere Funktionen im hinteren Hirnbereich zu. Das Hinterhauptbein enthält den Okzipitallappen. Dieser Bereich ist mit der Verarbeitung visueller Informationen befasst, wie Mustererkennung und Tiefenwahrnehmung. Diese Fähigkeiten versetzen Jäger in die Lage, Beute zu erkennen und mit höchster Präzision zu treffen. Der Neandertaler besaß also ein hervorragendes Sehvermögen. Ein möglicher funktionaler Unterschied im Vergleich zu uns. Aber das wahre Maß für die Gehirnleistung der Neandertaler liegt darin, wie sie sie angewendet haben auf ihre Überlebensmöglichkeiten in der harschen Umgebung und die Art und Weise, wie sie mit den Erfindungen ihrer menschlichen Rivalen Schritt gehalten haben. Ihre Werkzeuge sind hierfür die besten Beispiele. Für Laien wirken die Messer der Neandertaler grob und primitiv. Vor allem im Vergleich zu den präzise geschliffenen Klingen und Speerspitzen des modernen Menschen. Matt and Aaron will wissen, wie die Neandertaler ihre Werkzeuge hergestellt haben und wendet dazu ihre Methoden an. Diese Steinplättchen herzustellen scheint einfach, doch ich habe mehr als ein Jahr gebraucht, um die Technik der Neandertaler zu erlernen und anzuwenden. Das Schwierige an dieser Methode besteht darin, dass man eine präzise Geometrie in den Stein bekommen muss. Die Steinmetze schufen gezielt kleine Spalten und Ritze. In gewisser Weise sahen sie die zukünftige Klinge bereits im rohen Stein und bearbeiteten ihn entsprechend. Eine visionäre Technik. Aus einem einzelnen Stück Feuerstein konnte ein Neandertaler 50, 60 bis zu 70 Steinplättchen herstellen. Das war fast wie eine Art Fließbandproduktion. Ein Vergleich mit einem modernen Messer verdeutlicht die Effizienz eines Keilmessers der Neandertaler.
Wer mit einem Metallmesser arbeitet, muss viel Kraft aufwenden. Das Steinmesser der Neandertaler schneidet dagegen ausgesprochen leicht. Die Messer der Neandertaler waren genauso scharf wie das, was wir heute haben. Das spricht für eine sehr entwickelte Technologie. In materieller Hinsicht nutzten sie, was verfügbar war. Die Steinmesser belegen, die Neandertaler waren dem modernen Menschen in technischer Hinsicht nicht unterlegen. In mindestens einem Fall haben sie mit ihrer Innovation unsere Art sogar übertroffen. Dieses unscheinbare Objekt, das 1963 in einem Bergwerk entdeckt wurde, ist ein technischer Meilenstein. Es ist 50.000 Jahre alt und trägt das Zeichen seines Besitzers, eines Neandertalers. Es ist wirklich ein sehr kleines, schwarzes, unscheinbares Ding. Aber es ist eine Sensation. Wir sehen hier Holzabdrücke. Wenn man das Ding umdreht, Abdrücke eines braunen Steins. Und im unteren Bild haben wir dann den Fingerabdruck des Neandertalers. Für den Chemiker Christian Wunderlich ist nicht bloß das Zeichen des Herstellers bemerkenswert, sondern die Substanz selbst. Die chemische Analyse ergibt, dass sie in der Natur nicht vorkommt. Damit ist sie das älteste synthetische Material der Welt. Sie wurde durch sogenannte trockene Destillation aus Birkenrinde gewonnen. Dieses Birkenpech ist der Superkleber der Eiszeit. Die Neandertaler nutzen ihn, um eine steinharte Verbindung zwischen den Steinklingen und den hölzernen Schäften zu schaffen. Ihre Stoßlanzen werden dadurch langlebiger und tödlicher. Am eindrucksvollsten an diesem bahnbrechenden Klebstoff ist jedoch das Verfahren seiner Produktion. Heute scheint dieser Prozess nur in der kontrollierten Umgebung eines Labors umsetzbar zu sein. Der Erfinder hat das Verfahren immer weiter verfeinert. Für uns ist das heute nur schwer zu erlernen. Birkenpech tritt erst aus, wenn die Rinde auf 340 bis 400 Grad erhitzt wird. Das Problem? An der Luft entzündet sich die Rinde bei sehr viel niedrigeren Temperaturen. Wie also haben die Neandertaler das gemacht? Christian Wunderlich und sein Kollege wollen Birkenpech herstellen und dazu nur das verwenden, was Neandertaler damals zur Verfügung hatten. Zuerst legen sie die Birkenrinde in einen Behälter wie dieses Gänseei. Dann wird ein leerer Behälter mit einer größeren Öffnung im Boden eingegraben. Er soll später das Pech aufnehmen. Anschließend stellt Wunderlich den Behälter mit der Birkenrinde obendrauf. Beide Behälter werden luftdicht mit Schlamm versiegelt, damit kein Sauerstoff eindringen und die Rinde entzünden kann. Sie stellen das Birkenpech her, um damit Gegenstände zusammenzukleben. Der Prozess ist sehr kompliziert und die Schritte müssen exakt eingehalten werden. Aber ihnen ist das offenbar über einen großen Zeitraum hinweg gelungen. Die Birkenrinde in dem Gänseeibehälter wird mit heißer Kohle erhitzt. Wenn die Temperatur bis auf 400 Grad ansteigt, beginnt öliges Pech herauszuquellen. Der gesamte Vorgang dauert 20 bis 30 Minuten und wurde vor mehr als 200.000 Jahren erfunden. Ein Beweis für die Innovationskraft der Neandertaler. Wie moderne Menschen besitzen sie die Fähigkeit der Erfindung. Sie erkennen, welche Möglichkeiten die Natur bietet und gestalten sie zu ihrem eigenen Vorteil für ihr Überleben.
Technologie ist im Prinzip die Fähigkeit, Anweisungen zu befolgen und umzusetzen, um etwas Nützliches herzustellen. Neandertaler besaßen diese Fähigkeit, lernten voneinander und setzten solche Prozesse um, lange bevor der moderne Mensch auf die Bühne trat. Daher bekommen wir wohl nur einen winzigen Einblick in die Gewandtheit, die Neandertaler vermutlich besaßen. Doch trotz all ihrer Raffinesse hat die Technologie der Neandertaler möglicherweise einen fatalen Nachteil. Fachleute sind heute der Überzeugung, Neandertaler waren ihrem Rivalen, dem Homo sapiens, körperlich überlegen. Und im Hinblick auf Intelligenz und Innovationskraft lagen sie mit ihm gleichauf. Aber warum sind sie verschwunden und der moderne Mensch hat überlebt? Ist die unterschiedliche Jagdtechnik der Grund dafür? Neandertaler greifen ihre Beute mit Stoßlanzen an, schweren, in der Hand gehaltenen Waffen. Moderne Menschen benutzen demgegenüber Wurfspeere. Waren die Neandertaler dem modernen Menschen bei der Jagd unterlegen? Im kalifornischen Petaluma unterziehen die Waffenexperten Mike Lotes und sein Kollege Scott Thomas die Waffen von Neandertalern und modernen Menschen einem Test. Das Ziel? Eine Schweinehälfte. Zuerst der Wurfspeer des modernen Menschen. Wir sind hier nicht bei der Olympiade und müssen nicht hunderte Meter weit werfen. Es geht um die Jagd in der Gruppe. Ich will das Tier also nicht in weiter Ferne treffen, sondern relativ nah in einer Entfernung von 6 bis 8 Metern präzise erlegen. Das hier wäre eine durchaus denkbare Distanz. Wie der Neandertaler muss auch der moderne Mensch nah an seine Beute herankommen. Aber wie tödlich wirkt der Wurfspeer? Man sieht, dass die steinerne Spitze beim Auftreffen abgebrochen ist. Aber das ist nicht schlimm. Das Tier hat trotzdem Schaden genommen, weil die Spitze tief eingedrungen ist. Das sehen wir hier auf der anderen Seite ganz genau. Und wie tödlich wirkt im Vergleich dazu die Stoßlanze? Neandertaler jagten Großwild und große, aggressive Tiere wie Mammuts und Bisons. Die stürmten auf den Jäger zu. Da will man seine Waffe nicht wegwerfen. Diesmal stößt Lotes mit aller Kraft in der Art eines Neandertalers zu. Dieser Stoß sitzt. Die Lanze ist tief in die Schulter eingedrungen, tiefer als der geworfene Speer. Natürlich kommt dem Wurfspeer die Geschwindigkeit zugute, aber selbst die relativ geringe Muskelkraft eines modernen Menschen wie mir reicht bei der Lanze aus, um den Körper zu durchdringen. Die Lanze scheint wirkungsvoller zu sein als der Speer. Lotes will sicher gehen. An der University of California in Berkeley vergleicht er die beiden prähistorischen Waffen mit Hilfe eines Ballistiktests. Mit einer Luftdruckkanone simuliert er die Kraft, mit der Neandertaler ihre Lanze stießen und moderne Menschen ihren Speer warfen. Ein Block aus Gelatine ermöglicht eine klare Sicht auf die zerstörerische Kraft beider Waffen. Zuerst wird der Wurfspeer des modernen Menschen getestet. 2, 1. Der Speer sendet eine Schockwelle durch die gesamte Gelatine. Doch er dringt kaum tiefer ein als mit seiner Spitze. Jetzt ist die Lanze des Neandertalers an der Reihe.
Das fügt schwere innere Verletzungen und Blutungen zu. Allein der starke Schock würde wohl schon zum Herzstillstand führen. In den Tests behauptet sich die Stoßlanze und ist dem Wurfspeer nicht nur gewachsen, sie sticht als mächtigere Waffe hervor. Sie verkörpert damit eine Stärke des Neandertalers und keinen Nachteil, den der moderne Mensch angeblich ausgenutzt hat. Neandertaler haben sich an die Kälte angepasst und ihre Werkzeuge über 300.000 Jahre hinweg perfektioniert. Damit sind sie in der Eiszeit ganz klar im Vorteil. Die Neandertaler existierten noch lange Zeit, nachdem der moderne Mensch aus Afrika aufgekreuzt war. Der brauchte ziemlich lange, um sich in den bisherigen Lebensräumen der Neandertaler zu behaupten. Denn die beherrschten die Umgebung, in der sie lebten. Manche Leute denken immer noch, dass die Neandertaler unterlegen waren und unsere Ankunft sie vernichtet hat. Aber ich glaube, das ist totaler Unsinn. Heute geht man davon aus, der moderne Mensch hat den Neandertaler nicht ausgelöscht. Aber was geriet ihm dann zum Nachteil? Lange glaubten die Forscher, dass der Neandertaler im Vergleich zum modernen Menschen keine starken zwischenmenschlichen Beziehungen pflegte, die Sicherheit und Schutz boten. Doch auch diese Annahme ist nicht haltbar. In Mettmann beweist das 60.000 Jahre alte Skelett eines Neandertalers, dass nicht nur der moderne Mensch intensive soziale Bindungen unterhalten hat. Erstaunlich, hier liegt ein ganzes Skelett. Das Skelett ist ausgesprochen gut erhalten. Das Skelett ist vollkommen intakt, eingehüllt in Erde. Offenbar sind die Neandertaler die ersten Menschen, die ihre Toten begraben. Es wäre nicht so gut erhalten, hätte man den Körper nicht in ein Loch gelegt. Alles ist noch genau zu erkennen. Der rechte Arm liegt über der Brust, als hätte man das extra so gemacht, bevor der Tote begraben wurde. Man hat ihn offenbar in eine Grabgrube gelegt und mit Lehm bedeckt, damit ihn Aasfresser und Hyänen in Ruhe lassen. Das ist nur ein Beispiel für ein Begräbnis der Neandertaler, von denen mittlerweile mehrere Bestattungsbräuche bekannt sind. Es gibt verschiedene Traditionen, genau wie bei lebenden Bevölkerungsgruppen. Die Körper liegen nebeneinander. Und ein großer Stein kennzeichnet die Grablege. Die Bedeutung ihrer Bestattungsbräuche ist zwar ein Rätsel, aber sie haben ihre Toten beerdigt. Und das sagt viel aus. Die Art und Weise, wie sie mit ihren Toten umgegangen sind, erscheint uns sehr menschlich. Wer seine Toten beerdigt, hat eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod und erweist den Verstorbenen Respekt. Damit offenbaren sie ihre Menschlichkeit und das bringt sie uns sogar noch näher. Diese Entdeckungen werfen viele Fragen über unsere engsten menschlichen Verwandten auf. In welcher Beziehung stehen wir zu ihnen, damals wie heute? Und worin sind wir den Neandertalern ähnlich? Das sind alles noch offene Fragen. Die wichtigste, wenn sie uns so ähnlich waren, warum sind sie ausgestorben, während unsere Art überlebt hat? Durch einen Vulkanausbruch. Falsche Zeit, falscher Ort.